Tages. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurrikan diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in Dorf in Sicherheit sein und nieder... Sagen Sie nichts drüber. Marguerite. Mach auf! Hab noch eine. Ungewöhnlich. Oh. Oh, sie ist so jung. Ja, wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh. Sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Sempin, ein herzliches Hallihallo, Freunde, hier bei uns auf dem Kanal. Wir spielen ein weiteres DLC von Resident Evil 7, und zwar Daughters. Es geht so ein bisschen um die Vorgeschichte ein paar von... Klamotten, bevor sie den Mist überall in meinem alten Zimmer verteilt. Lukas ist immer wieder geiler Typ. Es geht ein bisschen um die Vorgeschichte von Zoe und... Ich glaube, es geht darum, wie Evelyn, oder man hat es schon gesehen, irgendwie Evelyn wurde gefunden von Jack. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt mal so ein bisschen mitbekommen, wie Evelyn die Familie Baker in Besitz nimmt. Okay, let's do it. So, schauen wir doch mal. Hochzeitstag. Und wie ihr gerade schon gesehen habt... Zoe, geh mir aus den Augen. Wir konnten gerade so ein bisschen die Pin rausspähen von dem Lucas. So, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir hin? Mal hier? Da hin. Hier standen doch nämlich die Waschmaschinen. Da nehmen wir uns mal die saubere Kleidung. Inventartechnisch. Jetzt eigentlich nochmal in den Gang rein. So, wir wollen natürlich auch mal nochmal uns ein bisschen umschauen. In der Hoffnung zu tun. Das Fenster im ersten Stock reparieren. Mit Sperrholz zunageln, später den Glaser anrufen. Lukas Geburtstagsgeschenk. Elektrowerkzeug? Sollte noch fragen. Ah, eine kleine Einkaufsliste. Eine kleine To-Do-Liste. Jack hat sie in Lukas altes Zimmer gebracht. Einkaufsliste. Eier, 4, Speck, 2, Milch, 3, Waschmittel, Jack, Brillentücher, neue Unterwäsche. Wichtig, immer wichtig. Lukas, Kondensatoren, Fragezeichen. Fleischdisk. Bringt die Mädchen saubere Kleidung. Ja, so ich rasier schon. Aha. Das lässt tief blicken, aber damals war es auch schon echt eklig, was hier bei den Bäckers auf den Tisch kam. Sie kann nicht in den dreckigen Sachen bleiben. Ist ja gut, komm, Mutter. Komm runter, Mutter. Halt, passt schon. Es ist wahnsinnig duster hier irgendwie. Oh. Ein Dietrich. Nice. Okay, gut. Denn... Jack hat sie in Lucas altes Zimmer gebracht. Aber wie frisch die noch aussehen. Großartig. Einfach großartig. So, okay. Gut, denn... Ob in die Zimmer.
So, das war ja hier, glaube ich, im ersten Stock. Was war hier? Hier ist noch das Bad. Ah, sind wir da? Oh, nice. Ja, das passt ja. Und Lücke. Kleines Teil. Aha, bin im Bad, hab ein kleines Teil gefunden. Ah, super, 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 super. Okay, alles klar. Jetzt hier ging's. Nee, warte, hier vorne war Lukas sein Zimmer, ne? Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Oh, Jack sieht immer so frisch aus. Fresh. Na, Evie? Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? The light around. Okay, alles klar. Und damit geht's schon mal los, die gruselige Daddy? Scheiße hier. Ist der Strom ausgefallen? Hat er einen Blitz eingeschlagen? Warte mal, warte mal. Lustig doch, kam mir irgendwie bekannt vor. So, okay. Hochgeklettert. Schauen wir, was wir jetzt hier oben finden. Laptop. Anzoi, ich hab dir gesagt, du sollst deine dreckigen Finger von meinem Notebook lassen. An Dumpfbacke. Oh, du bist ja nur eifersüchtig wegen meiner Hackerfähigkeiten. Das hast du davon, wenn du dasselbe Passwort für dein Handy und dein Computer benutzt, Vollidiot. Das ist ja geil. Warte mal, was war denn das? Das war 1, 0, 9, nee, 1, 0, 9, 1. Ja. Nice. Die Fick dich Liste. Oktober 2014. 1.10. Der Alte hat mir direkt eine ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich. 3.10. Ich kann kein Wort über Mamas Kochkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich. 5.10. Ich habe Zoe lediglich beim Yoga zugeschaut und sie nennt mich ein Perversling. Fick dich. 6.10. Der Alte war besoffen und hat angefangen, meinen ganzen Mist mit einem roten Kasten auf die Veranda zu schmeißen. Fick dich. Ja, echt, das war's? Das war's ja. Okay, alles klar. Na gut. Gut. Ja. Wie gesagt, wir sind Zoe. Wir stecken im Charakter von Zoe jetzt gerade. Der wirklich übel mitgespielt wurde. Im Hauptgame sowie auch quasi nach dem Hauptgame bei dem DLC End of Zoe. Falls ihr es verpasst habt, es ploppt irgendwo jetzt hier auf. Zieht es euch mal rein, war wirklich, wirklich interessant. So, okay, was machen wir jetzt? Oh, hello. Oh, ist verriegelt und verrammelt. Okay, vielleicht sollen wir jetzt irgendwo den Strom anmachen? Versuch mal einfach über die kleine Mädchen hin. Treppe. Was war das? Über die wir hochgekommen sind. War die Sicherung in der Garage? Quedelnd langsames Garagentor.
fette Karre. Moment mal, war das nicht im Spiel ein anderes Auto, was hier stand? Können wir einfach gehen? Das liebt dieses Auto. Ja, was würden wir, wenn jemand anders damit fährt? Ja, okay, gut, gut, gut. Alles klar. Ah, ordentlicher Satz Winterräder hier. Wahrscheinlich brauche ich hier eher Schlammketten oder irgendwas. So, okay. Ah, Lukas, der Penner. Was ist passiert? Dem ist ja. Und dem ist jetzt einfach mal so, ja, nicht schade. Mist. Jack. Ich habe einen Wohnwagen für unsere Gäste ein Bett gemacht. Ich habe gesagt, sie kann das alte Schlafzimmer haben. Aber sie hat darauf bestanden. Margaret. Okay. Kommt von Opa. Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Schau ihre Gabe an. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine mir gegeben hat. Hallo! Was zum Teufel? Geh zur Garage! Oder sei jetzt los! Was? Garage? War doch gerade in der Garage. Die hatte jetzt aber relativ schnell Insekten in der Fresse. Zwing mich nicht zu was, das ich später bereue. Oh, echt, ja, schon wieder? Was ist denn hier los? Okay, gehen wir hier schneller durch. Yes. Oh, okay. Konnte man das Feuer auch schon nehmen? Bin unterwegs, Daddy. Na, jetzt zieh halt durch. Unterwegs, Daddy. Ja, wie gesagt, das ging jetzt relativ schnell, dass Margaret irgendwie die Schnauze mit Insekten voll hatte, irgendwie. Okay, verdammt. Oh, hier wird getauft. Keine Sorge, es ist viel schlimmer als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Oh, scheiße. Okay. Fahr das auch durch jetzt. Was ich das mache. Ja, ich muss ihr zeigen, wer die... Oh, sie will, auf dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deine Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Letzte. Oh, lass mich. Daddy! Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage, hörst du? Geh weg! Also. Oh, ja, los. Zoe, ich hab nach dir gesucht. Au, 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 nee, lass mich! Lass mich! Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Okay. Gescheitert. Okay. Hätte ich jetzt die Tür? Man konnte irgendwie. Konnte man mit der Tür. Konnte man. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Daddy! Was ist denn nicht gefahren? Mach zu, mach doch mal zu, das Ding. Geh weg! Ich muss hier irgendwie raus. Zoe, mach diese Tür auf! Geh weg! Was ist das? Der Kabel. Du kannst mich nicht
aushalten. Oh, mein Gott, jetzt, hör auf! Oh, und ist vernagelt. Krieg immer. Was? Warum? Ja, ja. Ja, los, komm, das würde niemals funktionieren, aber okay. Oh, schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Okay, jetzt hänge ich hier draußen. Okay, jetzt hat er sich anscheinend Lukas geschnappt. Was? Was? Hundekofferhilf? Oh, echt? Jetzt muss ich ohne hier zusammenpuzzeln. Ich dachte, eigentlich die Frage ist, was muss ich überhaupt erreichen mit ihr? Wo die denn hier durchkommen? Wieder. Hallo? Okay, geht automatisch. So, wir jetzt da durch. Jetzt da durchkriechen? Ja, oh krass. Alter. Ich muss hier raus. Okay, dann also durch die Tür. Oh. Mutter! Oh, nein, 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 nein! Oh, diese Evelyn. Sie ist so ein süßes kleines Ding. Hm? Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. Was ich schon immer haben wollte. Eine kleine, nervende Göre, die die ganze Familie fertig macht. Zoe, ja. Da bist du. Oh! Neue. Ach, scheiße. Jetzt haben wir gekriegt. Kacke. Schön ein Ding. Jack! Hilf mir mal hier! Jack! Oh Gott! Komm hier! Ah. Jack! Komm hier! Komm hier! Scheiße! Shit! Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Bitte nein, misch mich! Also ich muss anscheinend ein bisschen mehr sneaken hier. Das ist unheimlich. Einsetzen? Ja, können wir. Okay, Gott sei Dank müssen wir die anderen drei, zwei noch mal suchen. Ich aber zappen duster hier. Das darf nicht wahr sein. Und ich gehe mal von aus, es ist jetzt der Schlüssel für den Wohnwagen, den wir bekommen haben. Nö. Ist es nicht. Was ist das für ein Schlüssel, den wir hier bekommen haben? Der Autoschlüssel. Echt? Soll ich mit der Karre abhauen? Okay, das würde Sinn machen.
Das wird es hier machen. Mia! Liebe Familie Baker, danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Aber bitte vergessen Sie alles über mich. Ich hatte den Auftrag erhalten, eine wichtige Fracht auf dem Schiff zu transportieren. Sich mit mir oder jener Fracht zu befassen, kann nichts als Ärger für Ihre Familie verursachen. Großen Ärger. Bitte nehmen Sie keinen Kontakt mit der Polizei oder den Staatsbehörden auf. Tun Sie einfach so, als wären wir uns nie begegnet. Und Sie haben mich gerettet. Nehmen Sie diesen Ratschlag als meinen Dank. Schönen Dank auch. Wenn Sie ein etwa 10-jähriges Mädchen in der Nähe des Schiffes sehen, dürfen Sie sich ihr nicht nähern. Wenn sie mit Ihnen spricht, müssen Sie so schnell wie möglich weglaufen. Versuchen Sie dabei nur, sie nicht zu verärgern. Wenn Sie sich bereits in irgendeiner Weise unwohl fühlen, fürchte ich, dass das Schlimmste bereits geschehen ist. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Etwas, das in keinem Krankenhaus geheilt werden kann. Es tut mir so leid. Aber es gibt einen Weg, es aufzuhalten. Serum. Wenn Sie es in die auf. Ja. Restlicher Text ist schwer lesbar. Hey, Mia. Und Probe A. Glaube ich, war es Probe A? Example A? Schwester. Ja, das. Ich will mich nicht umdrehen. Ich war eingeschlafen. Schau einer an, wer sich zu uns gesellt hat. Wach auf und riech den beschissenen Kaffee, Zoe. Lucas. Ist dir gut, Schatz? Wichser, dieser Typ, ey. Der Sturm letzte Nacht hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Mir geht's gut. Ich hatte den seltsamsten Traum letzte Nacht. Da war dieses kleine Mädchen. Also nach dem Frühstück, werden Lucas und ich nachsehen, ob der Sturm Schäden angerichtet hat. Und ihr zwei solltet euch mal im Haus umsehen. Das ist eine gute Idee, Jack. Wisst ihr noch beim letzten Hurricane? Puh. Da dachten wir hätten Glück gehabt. Und dann beim nächsten Regen, da hatten wir den Salat. Hallo, Schwester. Okay. Und so beginnt Zoes einsamer Kampf. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihre jetzt wahnsinnige Familie zu entgehen, auf der Suche nach dem Serum aus Mias Brief. Die Nächte sind von dem mörderischen Festmahl gekennzeichnet, die Nächte. Und Evelyns Körper wird verfallen, während die Monate vorübergehen. Schließlich wird Evelyn Ethan begegnen. Ihrer besten Hoffnung, das Serum zu finden. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg und der Horror nahm seinen Lauf. Ja, okay. Scheinbar gibt es mehrere Enden. Ansonsten kann ich mir jetzt nicht erklären, dass ich die Autoschlüssel bekommen habe. Ha, alles klar. Okay, cool. Leute, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar in den Kommentaren da irgendwie und hey, hinterlasst Spuren, Freunde, und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ciao. Go tell